Ich denke, eines der großen ungenutzten Potenziale unserer Region, des Fichtelgebirges, des Frankenwaldes, ist der Tourismus. In den letzten Jahren sind die Zahlen sprunghaft nach oben gegangen. Aber man braucht natürlich auch Infrastruktur, man braucht Investoren, man braucht Menschen, die sich etwas trauen, die unternehmerisch tätig werden. Und wir haben hier ein wunderbares Radwegenetz, gefördert unter anderem auch vom Bund, das einige Möglichkeiten gibt. Bei mir ein junger Unternehmer, der sich vor einigen Jahren selbstständig gemacht hat, hier am Radweg mit seinem Unternehmen Fichtelrad, Fahrräder verleiht. Und ich muss mal fragen, wie läuft's? Jetzt endlich kommt wieder Zug rein in die ganze Geschichte. Ne? Das Wetter wird schön, Pfingstferien fangen an und unser Freund Corona scheint sich auch zurückzuziehen. Das heißt, wir können jetzt wieder voll durchstarten, endlich. Wer sind denn die Adressaten? Also welche Leute kommen hierher? Familien, Sportler? Wer nutzt hier das Angebot? Also ich würde sagen, durch die Bank eigentlich alle, von jung bis alt. Also wir können Kinder auf Fahrräder setzen und auch Erwachsene, ältere Leute, das ist eigentlich ganz egal. Sportlich, weniger sportlich. Ich denke halt, das ist eine super Möglichkeit, um die Leute einfach schnell im Fichtelgebirge an verschiedene Orte zu bringen. Das schaffst du mit dem Wandern nicht und mit dem E-Bike klappt das super. Das Radwegenetz der Region ist inzwischen ja enorm angewachsen in den letzten Jahren. Vor allem gab es ja auch Fördermittel hier im Rösslautal, in Weißenstadt, bis Marktleuten. Ein neuer Radweg, der unterwegs ist. Was gibt es für Impulse hier auch für Ihr Unternehmen? Also man merkt schon, dass gerade der Rad- und Wandertourismus stark am Wachsen ist. Wahrscheinlich der Radtourismus noch mehr. Und da ist natürlich bei uns schon viel Luft nach oben. Ne? Es ist trotzdem noch nicht so überlaufen. Es ist eine wunderschöne Natur. Man hat eben eine gute Radanbindung. Und jetzt eben, wenn die Gastronomien aufmachen dürfen, natürlich auch viele Anlaufstellen, wo die Leute einfach mal rasten machen Wo können. Und kommen die Leute her? Aus der Gegend hier oder bis Nürnberg, bis München oder noch weiter? also ich würde sagen, mittlerweile deutschlandweit eigentlich. Also das hat sich schon deutlich gebessert jetzt die letzten Jahre. Man hat es jetzt gerade auch gemerkt durch den Lockdown, dass ganz wenig Nachfrage da war, weil eben auch keine Touristen hier sind. Und sobald die Türen wieder geöffnet werden, merkt man sofort, dass frischer Winter ist und Leute kommen und auch Buchungen reinkommen. Ne? Haben Sie das Gefühl, dass sich durch Corona etwas verändert hat? Also in der Nachfrage gibt es mehr Leute, jüngere Leute? Gibt es den klassischen Pauschaltouristen, der jetzt sagt, ich probiere jetzt mal was anderes? Haben Sie da schon Erfahrung? Also tendenziell merkt man schon, dass die Menschen natürlich jetzt vermehrt in Deutschland Urlaub machen. Und ich denke, da kann man bei uns in der Region schon noch einiges rauskitzeln, weil das doch noch ein bisschen so unterm Radar ist. Aber ich denke schon, dass Corona Aufschub gegeben hat. Die Leute gehen viel mehr raus, sie bewegen sich mehr, sie gehen an die frische Luft. Und das wird uns schon einen Schub geben in den nächsten Jahren, denke ich. Frage für die Zukunft. Wo steht Ihr Unternehmen in 10 Jahren? Haben Sie da doppelt so viele E-Bikes oder? Doppelt so viel, das ist eigentlich jetzt ein kleiner Anspruch, würde ich sagen. Nee, Okay. also ich möchte schon mich im Fichtelgebirge vielleicht auch außerhalb positionieren. Also wir haben momentan 100 E-Bikes in der Vermietung und das Ziel ist schon, in den nächsten Jahren 300, 400, 500 Räder irgendwann mal anbieten zu können mit verschiedenen Standorten. Und natürlich auch hier die Gastronomie muss klein, aber fein bleiben, gehoben. Deswegen ist eben auch die Nina da. Und Wohnungen da, also ich stelle mir ja schon so ein kleines, besonderes Wellness-Resort vor, würde ich jetzt mal sagen. Also spezieller für aktive Leute, wo die Kunden oder die Menschen einfach wertgeschätzt werden. Ne? Es muss nicht riesengroß sein, aber klein, gehoben und schön halt. Also das ist das Ziel im Grunde, kein Ja. Massentourismus, sondern für gehobene Ansprüche, Leute, die aktiv sein wollen, die Erholung suchen, die es ein bisschen schön haben wollen, die ein gutes Leben im Grunde hier im Fichtelgebirge finden wollen. Direkt. Also ein Riesengeschäftspotenzial im Grunde. Es muss nur Leute geben, die es jetzt heben. Genau. Und ich glaube, die Freiräume sind vorhanden hier in der Region. Insofern alles Gute für die Zukunft, gesund bleiben und Backmaß. Vielen lieben Dank. Ja, wichtiger Bestandteil des Tourismus ist natürlich auch Camping. Und es ist ein Campingfieber in Deutschland ausgebrochen. Ich glaube, davon kann man inzwischen sprechen. Ich bin hier in Issigau auf dem Campingplatz von Stefan Breitmeier, einem Campingplatz, der bekannt ist und beliebt bei den Insidern, sehr viele Stammkunden hat.
Aber Stefan, es ist inzwischen ein Campingfieber ausgebrochen. Wie schlägt sich das bei dir nieder? Ja, also man merkt schon, die Leute sind also wieder mehr naturverbunden und wollen raus, gerade Familien mit Kindern. Und der Campingboom hat in dem Sinn gerade im Wohnmobilbereich sehr zugenommen. Die Caravans kommen jetzt wieder ein bisschen mehr, sind ein bisschen abgeschlagen gewesen. Aber der Trend geht wirklich jetzt zum mobilen Heim. Und das ist aber nicht nur jetzt pandemiebedingt, sondern man hat den Trend schon vor der Pandemie auch gespürt. Ja, da kann man sagen, die letzten 4-5 Jahre ist es schon stetig nach oben gegangen. Ist jetzt natürlich auch noch viele noch dazugekommen durch die Pandemie, weil man sich nicht so einsperren will in Räumlichkeiten, sage ich mal. Es gibt viele, die vielleicht das mal ausprobieren, genau. Aber auf diese Art und Weise wenigstens mal hier in die Gegend kommen. Genau. Und vielleicht dann sagen, also der konventionelle Urlaub ist mir lieber, aber der Frankenwald und das Fichtelgebirge, das bleiben als Destination. Genau, also gerade Camping mit Fahrrad bringt ja unheimlich viel in Kombination. Wir haben sehr viele, die dann hier schöne Touren machen und dafür bietet sich der Frankenwald ja an. Also neben Tourismus oder neben Industrie kann der Tourismus ein echter boomender Wirtschaftszweig hier in der Region werden, eine echte Einnahmequelle.